Ein Fußballprofi im Hörsaal. Im Fall von Thomas Müller ist das nicht so abwegig, denn dieser Mann hat es nicht nur im Fuß, sondern auch im Köpfchen. Für ein Fotoshooting stellt sich der Bayernstar gern ein wenig dumm, aber im wahren Leben hatte er schon als Nachwuchskicker den Durchblick. Ich habe das Abitur auch gemacht, um eine Lösung zu haben, wenn es beim Fußballprofi nicht funktioniert. Und da war sicherlich auch die erste Option, dann zu studieren. Was genau, habe ich mir jetzt damals keine Gedanken gemacht und habe auch nicht wirklich das eine Ding gehabt, wo ich gewusst habe, das will ich studieren, wenn es nicht klappt. Also das hätte ich mich dann erstmal auf die Suche machen müssen, was will ich. Aber es hat ja geklappt mit der Profikarriere. Müller ist trotzdem fest auf dem Boden geblieben. Die Familie bedeutet ihm viel. So ist auch das Verhältnis zu seinem Bruder Simon immer noch sehr eng. Kein Wunder, war sein jüngerer Bruder doch sein Trainingspartner damals. Wir waren schon oft auch im 1 gegen 1 unterwegs. Bei uns im Keller hat man zwei kleine Tore aufgestellt. Ich war der Ältere, deswegen habe ich auch, sagen wir mal, zu 95% gewonnen. Das hat mein Bruder natürlich dann nicht so gut gefallen, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Ab und zu wurde es dann ein bisschen rauer, das Geschehen. Da wurden die Grätschen ausgepackt. Von internationaler Härte war dann immer die Rede. Also da waren schon englische Verhältnisse bei uns im Keller. Thomas ist ein Typ, der kann nie verlieren, egal welche Sportart, egal um was es geht. Thomas will immer gewinnen und ja, das macht ihn auch aus. Thomas Müller hat das Siegergehen einfach in sich. Mit den Bayern ist der 26-Jährige in dieser Saison Meister und Pokalsieger geworden. Aber der nächste Höhepunkt wartet schon, die Europameisterschaft in Frankreich. Die Motivation ist groß. Es geht um viel Prestige und vor allem, um was es geht, ist die Leute in Deutschland, wenn man die sieht, wie begeistert die sind, wirklich da das Feuer anzufachen, das macht natürlich umso mehr Spaß. Man spielt nicht nur einfach Fußball, sondern in der Phase von so großen Turnieren, da ist ja wirklich die ganze Nation steht hinter dieser Fußballmannschaft, der Nationalmannschaft. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 ist der Druck, der auf der Nationalmannschaft und Thomas Müller lastet, gewaltig. Doch der Bayer hat da eine ganz eigene Strategie, um damit zurechtzukommen. Ich bin da eben ganz entspannt. Ich schaue, bin ich mit mir selbst zufrieden, ist mein Trainer mit mir zufrieden, ist meine Frau mit mir zufrieden und das sind so die wichtigsten Eckpfeiler. Und das andere, damit muss man einfach klarkommen, das muss man hinnehmen und versuchen, so viel Spaß wie möglich jeden Tag zu haben. Das sind so meine Ziele. Also immer schön locker bleiben, Thomas Müller. Dann klappt es vielleicht auch mit einem neuen Kapitel Erfolgsgeschichte. Die gleiche Frage, welches Modell steht mir? Es ist zwar nur ein winziges Stück Stoff, hat aber eine Riesenwirkung. Großer Busen, Bauch oder kleine Brust.